Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Falconeer. Mein Name ist Peter D. und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, das ist ein Spiel oder eines der weiteren Spiele, der was für extra für Xbox Series X und Series S optimiert wurde. Man kann es natürlich auf der Standard Xbox One auch spielen, aber die Optimierung in dem Spiel ist halt, geht spezifisch auf die Frames aus. Das heißt, wenn man hier bei Einstellungen schauen, sind wir unten schon mal sensationellerweise die Möglichkeit umzustellen, die Frames auf 120 pro Sekunde. Und das ist natürlich dann wieder was ganz was Interessantes für mich. Euch betrifft das jetzt leider nicht, weil YouTube-Videos halt einfach nur mit 60 Frames pro Sekunde laufen. Das lässt sich leider auch nicht ändern, es sei denn, YouTube ändert das. Aber ja, was ist der Falconeer? Der Falconeer ist so ein, Third-Person-Flieger-Baller-Game? Naja, mir fällt jetzt gar nichts ein. Es ist natürlich kein Flugzeug-Baller-Game, weil man sitzt da auf riesengroßen Adlern, die halt auch ballern können. Ich habe das Ganze auch schon kurz anprobiert, um zu schauen, ob ich überhaupt mit der Steuerung zurechtkomme. Und wir werden da jetzt einfach den aktuellen Fortschritt löschen. Und neu beginnen. Jetzt ist für mich nur die Frage, ist jetzt auch eingestellt, 120 Frames, ja, das passt. Gut, dann starten wir das Ganze mal. Und schauen, was das Spiel so zum Bieten hat. Als wir an diesem Ort noch neu waren, waren die Falconeer Boten und Wächter. Sie brachten Erinnerungen und Geister ins Jenseits. Nun sind diese Ursprünge verschwunden und ihr Leben und ihre Erinnerungen gingen im Kampf verloren. Aber man kann von ihnen lernen. Ihre Erinnerungen schweben in den Wolken über dem Meer. Finden wir heraus, welche Geschichten in diesen zersplitterten Fragmenten überdauert haben, die uns von den Strömungen übermittelt wurden. Okay. Du bist halt eine schräge Alte. Imperial Peak ist der Herrschersitz. Der höchste erreichbare Sitz im Reich. Hoch über dem imperialen Hafen und der Ursee thronend sind seine Bewohner blind für die Not jener, die weiter unten leben. Nur diejenigen, die der Kaiserin dienen, setzen sich jemals auf die Balkone oder betreten die Marmorböden. Okay. Okay, das ist Missionsauswahl. Passt, ja. Genau, kenne mich wieder aus. Das heißt, wir wählen jetzt hier aus, was für einen Piloten wir haben wollen. Und... Interessant. Ja, dann nehmen wir mal den. Entscheide dich nun, welche Geschichten und Erinnerungen... Okay, Adler kann ich nicht auswählen. Aussehen, kann ich da was ändern? Nee. Steigt nun auf, Falconien. Als Sohn eines niederen Adligen ist es eine große Ehre, von den Kriegsvogeltruppen des Imperiums zur Ausbildung angenommen zu werden. Eine Chance für dein Haus, sich im Ansehen zu erheben. Deine Eignung für den Vogel und den Kampf ist unbestritten und du bist ein aufsteigender Stern. Ich weiß. Doch die Tragödie schlägt zu und deine Familie verliert ihre Schiffe und Besitztümer durch die Rebellion der Freibeuter. Tod den Rebellen. Da du dein Kommando als Offizier verloren hast, bleibt dir nichts anderes übrig, als ein imperialer Gefreiter zu werden. Du bekämpfst die Feinde des Imperiums als unabhängiger Kämpfer. Du bist ein Gefreiter. Okay, cool. Ich kämpfe fürs Imperium gegen die Rebellen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Nichtsdestotrotz, wir sehen hier unten einen Rang Gefreiter mit Angriff, würde ich mal sagen. Dann Geschwindigkeit, eng, wie eng ich meine Kurven fliegen kann. Oder wie englisch mein Adler ist. Ich habe keine Ahnung. LP und RGN, sagt man natürlich, Regeneration würde ich sagen, ist RGN. LP werden wahrscheinlich die Lebenspunkte sein. Und dann haben wir noch Blitzwerfer, Schaden und FR, wo ich keinen steig Plan habe, was das auf, heißen soll. Falconia. Ja, ich steige doch schon auf. Aufgepasst, Anwärter! Eure Kaiserin braucht euch! Okay. Aufgrund der Vorfälle östlich von Dunkel und der Gefahr durch die Freibeuter sind wir auf jede Hilfe angewiesen. Wenn ihr erfolgreich seid, werdet ihr Teil einer neuen Garnison am Imperial Peak. Okay.
Ja, was ich zu dem Spiel selbst noch erwähnen wollte, was auch sehr interessant ist, ist, dass es wieder so ein Indie-Arcade-Game ist, also relativ günstig erhältlich, so um die, keine Ahnung, zwischen 20 und 30 Euro oder so. Ich weiß es leider nicht. Ich habe es mir einfach nur organisiert und habe gar nicht drauf geschaut, wie viel es kostet. Aber das ist wieder so ein Spiel, was von einer Handvoll Leuten entwickelt wurde. Also ich glaube, eine Person hat das Spiel selbst entwickelt. Und dann kamen noch zwei, drei Leute zu Hilfe, was angeht Musik und Inszenierung, sprich Story-Einbindung. Und dann eine vierte Person, glaube ich, die Konsolenübersetzung gemacht hat. Weil das Spiel kommt angeblich auch für den PC, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und deswegen ist es halt natürlich wieder was ganz Interessantes, weil ich stehe eben einfach so auf kleine Indie-Titel und besonders Spiele, die was von ein bis zwei Personen noch gemacht werden, weil das sind dann meistens irgendwie so solche, ja, Überraschungstitel, Goldgruben in der Hinsicht. Aber ja, gehen wir's an. Viele Herr von Peak. Euch werden diese Prüfungen nicht bestehen. Oh no. Nur die allerbesten sind dieses Postens würdig. Heute beginnen wir mit einfachen Leistungsbeurteilungen für jeden Einzelnen von euch. Bin ich froh, dass ich keine Prüfungsangst mehr habe. Ich würde mal vermuten, das Als ist jetzt das Tutorial. Führt ihr einige Grundmanöver durch. Okay, ja, ja. Dann beseitigt ihr ein paar Sperrballons. Okay, ja. Euer Vogel darf den Ballons auf keinen Fall zu nahe kommen. Das sind so wie Minen in der Luft. Jederzeit okay. Hochgehen. Anschließend versuchen wir einen Aufladeflug durch ein Gewitter. Damit ist nicht zu scherzen. Es handelt sich um echte Blitze. Wenn ihr dort herumtrödelt, werden eure Munitionslager überladen. Okay, das heißt, das Ding kann überladen. Für die abschließende Prüfung haben wir ein paar alte Lastschiffe zum Zielen und Bombardieren beschafft. Zu eurer eigenen Sicherheit müssen eure Waffen gesperrt sein, außer ihr habt andere Anweisungen. Okay. Verstanden? Happy Triggerfinger. Ein bisschen anpisst, aber egal. Die Kaiserin hält sich derzeit auf ihrem Donnerschlag-Flaggschiff auf. Donnerschlag-Flaggschiff. Also kommt nicht von eurer Bahn ab und haltet euch an den Flugplan. Sonst wird das ein Nachspiel haben. Viel Erfolg. Okay, gut. Ich habe schon wieder vergessen, was das allererste war, aber das werden sie mir hoffentlich alle schon wieder mitten im Spiel dann noch erklären. Und Morgen, da fliegen Grünschnabel. Yeah. Zeig mal, wie du den Kriegsvogel fliegst. Beginne mit einem langsamen Sturzflug. Hopp, hopp. Aber ein Wal im Wasser, okay, ja. Bei Sturzflügen beschleunigt sich dein Vogel. Okay. Wodurch Energie für Spezialmanöver erzeugt wird. Okay. Dein Vogel hat Energie für Sprints und Rollen. Zeig mir einen starken Sprint. Jetzt möchte ich eine Ausweichrolle sehen. Das ist mit einem Sprint beim Wenden möglich. Okay, sprintest und dabei nicht dabei drehst. Ja, aber wie? Ich glaube, da habe ich das letzte Mal schon ein bisschen verzweifelt dran. So, mach einen Sprint, indem du rollst. Oh shit, da schießt der was auf mich. Wer bist denn du? Warum schießt du auf mich? Lass mich in Ruhe. Ja, jetzt fliege ich ja nur im Kreis. So, sprinten und drehen. Ich drehe mich doch, aber er rollt nicht. Moment, habe ich da irgendwas falsch im Kopf? Es gibt einen Fotomodus, das ist schon mal sehr geil. Okay, Steuerung. So, linker Bumper. So, oh, das ist für ein. Was? Ich beschützen? Ja, cool, aber ich will. Bremsen und hinabstürzen ist linker Trigger. Okay, aber linker Bumper. Das tut mir jetzt nicht wirklich sehr helfen. Schaut der Fotomodus. Er hat natürlich Style. Alter Schwede. Es ist optisch natürlich nicht der absolute Hingucker, muss man gestehen, aber es hat schon irgendwas. Das wollte ich nicht. Wie komme ich denn da wieder raus? Achso. Okay, ja. Ah, gut. Achso, falscher Stick.
Ich bin es gewohnt, mit dem rechten Stick auch irgendwas zu machen, aber halt nicht umschauen. Nochmal. Vollgas. Und rollen. Aber das tust du nicht. Warum rollst du nicht? Wow. Mach eine Rolle, indem du sprintest und dich dabei drehst. Ja. Oh cool, ich habe irgendwas entdeckt. Ah, sensationell. Ich will aber rollen, nicht sprinten. Also nichts entdecken. So, ich muss wieder einen Sturzflug machen, um die Energie aufzuladen. So, okay. Und jetzt kann ich Vollgas und rollen. Jetzt möchte ich gerne, dass du am imperialen Hafen vorbeifliegst und seinen genauen Standort festhältst. So geht das. Man muss den Stick in eine Richtung festhalten und dann kurz LB drücken. Okay, okay. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ey, dahin. Einmal fett den Sturzflug. Hehe, geil ist denn das. Gut, das ist mein Hauptziel. Ich glaube, unten ist dann quasi auch gleich der Kompass und das gelbe Blinken, der ist natürlich mein Hauptziel. Ich habe schon wieder was entdeckt. Gut, jetzt machen wir uns zum nächsten Wegpunkt auf und senden die Sperrballons aus. Sperrballons? Okay. Feuer frei, aber Vorsicht! Das ist scharfe Munition und diese Ballons sind teuer. Oh shit. Das wollte ich jetzt nicht so. Gut gemacht. Deine Waffe ist ein wertvolles Relikt. Wir müssen sie mit einem Gewitter in der Nähe aufladen. Okay, okay. Ah, ich glaube, man sieht auch leicht, dass... ich habe da hinten am Rücken quasi 6 so Energiezellen drauf und die eine ist schon zur Hälfte leer. Das heißt, die muss man anscheinend dann immer wieder aufladen. Immer mal wieder Sturzflug. Also es fühlt sich schon ganz cool an. Es spielt sich auch ganz gut. Fliege in die Wolken, um Blitze anzuziehen. Okay. Bei jeglichen Anzeichen von Überhitzung mache zur Abkühlung einen Sturzflug ins Meer. Hat er gerade gesagt, ich soll einen Sturzflug ins Meer machen? Hinten volle Munitionslager. Vielleicht wirst du ja doch nochmal ein Wächter. Beim nächsten Wegpunkt üben wir das Zielen und Anvisieren. Vor uns befindet sich ein Lastschiff. Okay. Finde es und visiere es an. Gut, Ziele anvisieren war, glaube ich, jetzt X oder so ist da gestanden. Ja, genau, anders. Okay. Das Lastschiff verfügt über einen Geschützturm. Betrachte diesen als Nebenziel. Visiere ihn für bessere Zielgenauigkeit an. Nicht schlecht. Jetzt eröffne das Feuer. Zerstöre den Geschützturm und das Schiff. Behalte das Ziel nach jedem Vorbeiflug im Auge. Was jetzt? Anvisieren. Verfolgen. Ausgezeichnet. Vor uns befindet sich ein weiteres Lastschiff. Diesmal zerstören wir es mit Bomben. Bomben? Was ich cool finde, ist, dass man ein Ziel anvisieren kann und dann mit einem Tastendruck quasi, egal wie der Vogel fliegt, man behält das Ziel immer im Bilde. Und das ist halt natürlich sehr interessant. Sammle eine schwimmende Seemine ein. Ziele nach unten und bremse. Dann tauche ins Wasser ein und dein Vogel wird sich eine Mine schnappen. Wenn du in Reichweite bist, wirf sie auf das Lastschiff. Okay. Ab, aber komm nicht zu nahe. Okay, Vogel steuern und mit RB fallen lassen und ging natürlich voll daneben. Ey, Karamba, okay, dann holen wir sich jetzt noch so ein Teil. Es ist schon mal relativ cool, dass man da mit dem Vogel so Sturzflüge machen kann ins Wasser und Sachen aufheben kann. Das mal sagen, was man will. Gut gemacht, gut gemacht. Gute Idee. Und abwerfen. Passt das jetzt? Ja, nicht übel. Begeben wir uns zurück zum Palast. Ja, na dann. Zurück zum Palast. Oder? Ich bin doch voll das Ass.
ist voll drauf. Zwei Monde, okay. Achtung! Kriegsvögel in der Nähe des imperialen Flaggschiffs! Was? Das sind bestimmt Piraten! Kriegsvögel! Na dann! Mit voller Wucht zu! Okay, was heißt das? Ist das das Schiff, was ich beschützen muss? Ich werde deinen Schädel an meinen Hals hängen! Nee, hätt's gern. Wo ist der Nächste? Wo? Mach euch alle platt. Vergiss nicht, die Ziele zu verfolgen. Visiere den Bereich vor ihrer Flugbahn an und weiche feindlichem Feuer durch Rollen aus. Alter Schwede. Was ist das? Ein Überfall! Sie haben es auf das Flaggschiff Ihrer Majestät abgesehen! Autsch! Das ist Wahnsinn! Fange sie ab! Beschütze die Keimereien! Okay, dann schnappe ich mir ja die. Autsch. Bring diesen Sack voller Splitter zu Boden! Deine Fenster-Spezialeinheit! Mach dich bereit! Das ist ein brutaler Angriff! Ja, ich bin aber voll der brutale Raubvogel. Ist das überhaupt ein Ziel? Darf ich auf das Ding schießen? Ich habe keine Ahnung. Oh shit, verdammt. Ja, ich würde sagen, das ist ein Ziel. Wow. Vogel, pass auf. Ein Drache neben mir. Das imperiale Flaggschiff! Nein! Die Kaiserin! Ihr Verräter! Habe ich jetzt versagt? Der Tod ist für uns alle bedeutungslos. Jetzt können wir aus der Tiefe wiedergeboren. Ist ein Drache? Ich schätze mich, ob ich hier einen Drachen habe. Die als Splitter unseres zerbrochenen Selbst aufbewahrt werden. Warum haben die Rebellen immer die besseren Sachen? Andere. Das war bei Star Wars schon so. Das naja, stimmt nicht. Die TIE Fighter sind schon ziemlich geil. Warum haben da die Rebellen einen Drachen? Und das Imperium... Das Leben der Verlorenen erneut durchleben. Keine Ahnung. Trotzdem cool. Muss mich aber daran gewöhnen, dass ich mit der Rot, also mit der B-Taste, Ziele verfolgen kann. Das ist echt geil. Müssen wir mit einem ehrgeizigen Herzen am Anfang beginnen. Aus einem ersten Herzschlag werden 1000 Konsequenzen erwachsen. Okay. Eine gute Position unter mehreren Strömungen macht Dunkel zu einer bevorzugten Anlaufstelle für Händler, die versuchen, die imperialen Zölle zu umgehen. Mhm. Als natürlicher Hafen hat Dunkel bereits länger überlebt als viele andere Siedlungen am Rande der imperialen Kontrolle. Und verfügt über ein eigenes, kleines Bergbaugrundstück entlang des Schlundes. Was ist der Schlund? Habe ich jetzt irgendwas erreicht? Habe ich jetzt irgendwas freigeschalten? Ich glaube nicht, weil das war nur der Prolog. Dann würde ich aber fast sagen, ich mache hier auch an der Stelle jetzt kurz wieder Schluss. Denn, 20 Minuten für so ein Video reichen, glaube ich, vollkommen aus. Beziehungsweise ich glaube nur, dass der Prolog jetzt zu kurz war. Und Kapitel 1 wahrscheinlich... vielleicht unter Umständen dann bis zu einer halben Stunde dauert. Aber wenn man schaut, es gibt insgesamt die Anhöhe symbolisiert 5 Kapitel diese nur. Erinnerung im eine gute Position. Ja, anscheinend gibt es nur 5 Kapitel in dem Spiel. Das heißt, ich muss das Ganze natürlich ein bisschen aufteilen, weil sonst ist das Spiel in wahrscheinlich 5-6 Videos fertig und das will ich nicht. Alter, jetzt halt's mal zusammen, ich will quatschen. Dementsprechend, ich werde mich an der Stelle jetzt einfach wieder von euch verabschieden und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn wir die erste Mission angehen. Ich werde den Prolog vielleicht jetzt noch ein paar Mal spielen, dass ich mich da wirklich in die Steuerung ein bisschen einübe. Und ja, ich find's cool, ich find's interessant, mal was ganz was anderes. Bin gespannt, wie es bei euch ankommt.
sehen wir dann eh. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.